Servus Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Destiny 2. Und ja, ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, ob ich nicht schon vielleicht aufhöre jetzt. Aber ich habe gedacht, ich schiebe nochmal direkt eine Folge hinterher. Und die aktuelle Quest, die wir jetzt haben, ist Ikora auf dem Mond besuchen. Ikora ist auf dem Mond eingetroffen, um sich selbst ein Bild der Pyramide zu machen und eine Nachricht zu überbringen. Benutze das Portal in Aeris Nähe, um Ikora in unermesslichen Abgrund auf dem Mond zu treffen oder so, glaube ich, steht da. Dann würde ich sagen, machen wir das Ganze doch mal und gehen mal hier ins Portal rein. Keine Ahnung, wo genau wir jetzt sind, aber wir sind hier im irgendeinem Underground unterwegs. Jetzt werde ich hier direkt in die nächsten Stresssituationen verfallen. Aber ich habe gedacht, irgendwie habe ich gerade Bock weiterzumachen. Und dementsprechend werden wir das auch tun. Ikora müsste jetzt gleich da irgendwo sein. Oh, guck mal, da ist Ikora. Macht sich hier ein Bild von der Pyramide. Nee, ich will eigentlich nur die Ruhe, aber die kriege ich nicht. Okay. Was ist denn mit ihren Augen los? So an sich sieht die ja stabil aus, ne? Oh. Die Zähne sehen wir ja auch. Ah, interessant. Ja, okay. Machen wir es nicht gruseliger als sonst schon ist. Das ist übrigens die Pyramide, die schon heftig aussieht. Und dann würde ich sagen, quatschen wir mal kurz mit Ikora, was denn jetzt hier Ambach ist. Ich glaube, es gibt ein Cinematic, wenn es schon so losgeht und es lädt. Ich glaube, es gibt ein Cinematic, bin mir aber nicht ganz sicher. Dann drop die FPS-Zahl oben rechts in der Ecke vom Bildschirm immer auf 30. Ja, und das passiert auch. Okay, ich bin gespannt. Gespannt wie ein Flitzebogen, du. Ich musste es mit eigenen Augen sehen. Wie lange saß es still da und beobachtete uns? Viel zu lange. Man weiß es nicht, aber Aeris Morn kommt jetzt auch nochmal vorbei. Ich kann nicht anders, als mich dafür verantwortlich zu fühlen. Aeris, wenn ich dich nicht... Deine Sorge wurde gehört, aber ich bin für mich verantwortlich. Und wir wissen beide, dass du nicht zum Entschuldigen hier bist. Ich wollte dir sagen, dass du recht hattest. Die, die unseren Untergang herbeiführten, kommen zurück. Ruhe! Ihr seid alle unerträglich! Spart eure Folter für jemanden, den es kümmert! Die Geister gehen hier auf den Sack. Die Vorhut steht zu Dienst. Oh, wir sehen schon heftig aus, wenn, ne? Also so. Dann entschuldigen würdest, Ikora. Zumindest so fürs Erste. Wir haben zu tun. Hüter. Alles, was sie will. Mittlerweile sind wir ja schon ein richtiger Baba geworden. Aber die Pyramide sieht schon geil aus, würde ich sagen. Jetzt schon eine nice Optik. Ich kann die Größe davon irgendwie gar nicht richtig einordnen. Das Ding hängt da hinten so eine Ecke drin, aber es ist wahrscheinlich ultra riesig. Weil es irgendwie so in einer anderen Dimension hängt oder keine Ahnung. So, wir haben eine neue Quest bekommen. Albtraum-Bosse besiegen. Um die Essenzen zu sammeln. So, besiege die drei verbliebenen Albtraum-Bosse, um ihre Essenzen zu sammeln. Die Essenz der Furcht, die Essenz der Isolation und die Essenz des Stolzes. Jedes gefertigte Traumfluch-Rüstungsteil bringt dich dem Betreten der Pyramide einen Schritt näher. In ihrem Innern kannst du dann noch... kannst du dann nach allem suchen, was dabei hilft, die drohende Gefahr abzuwehren, vor der uns Ikora gewarnt hat. Gut, okay. Schatten, Anker des nächsten Mal. Besiege die drei verbliebenen Albtraumbosse. Ja, jedes Gefährt. Achso, ja, okay. Wir können jetzt einfach die Quest verfolgen und dann können wir dahin steppen. Mal gucken. Oh mein Gott. Eieiei. Muss ich gerade husten. Sorry, Leute, wenn das laut war.
Ich bin sehr, 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 sehr gespannt, um ehrlich zu sein. Gespannt wie ein Flitzebogen. So, Kampagne annehmen. Und wir gucken mal, was abgeht. Und vor allem, was das für Bosse sind. Ne? Hoffentlich können wir die mit dem Schwert oder so, whatever, ganz schnell wegsnacken. Hoffe ich. Wir haben jetzt ja ein neues Power-Schwert. Ich bin mal gespannt. Keine Ahnung. Weiß nicht, ob das überhaupt gut ist. Ärger den Albtraum von Skolas. Was geht ab? Da hinten sind ein paar Kollegen. Ja, macht euch mal keinen Kopf jetzt hier. So. Irgendwie süß, die jucken sich gar nicht richtig für uns. So, zack. Wir werden haben wir den mal kurz verbrannt. Von dem verzehrt, was uns zerfrisst. Für Skolas war es seine eigene Hybris. Er wollte die komplette Kontrolle über alle gefallenen Häuser. Um seinem irregeleiteten Feldzug fielen unzählige zum Opfer. Die Erinnerung an Skolas dient als ständige Mahnung für alle Leben, die durch die Launen eines einzelnen Kelts verloren gingen. Ganz gleich, wie sehr die Pyramide es versucht, wir werden nicht weichen. Mozart. Löb der Lachs. Ja, Ziel abgeschlossen. Ja, bin ich doof. Ich wollte sagen, wir sind doch noch mittendrin. Wir sind doch noch mittendrin hier. Wir sind doch gar nicht fertig. Jo, moin, was geht ab? So, zack. Albtraum Schweber. Guck mal, das hat gar keinen Dings hier. Hier weiter runter, okay. Albtraum. Ja, wir machen es gleich mit dem Schwert oder so, oder keine Ahnung, der Superfähigkeit. Irgendwas packen wir da schon aus. Irgendwas Schönes. Da vorne ist der Albtraum von Skolas. Er gehört uns. Ja, okay. Oh, yo. So, pass auf.
Wir müssen weg, wir müssen weg, wir müssen weg. Okay, okay. Let's go. Aeris, unser letzter Albtraum war Skolas. Er ist erledigt. Er ist nicht der letzte, leider. Komm zu mir, wenn du bereit bist. Das ist leider nur einer. Das ist nur leider einer von den Albträumen. Wir haben da noch zwei. Ich denke, die werden wir diese Folge auch noch fertig machen. Wenn mich nicht alles täuscht. Wenn wir vermutlich noch irgendeinen Char-Boss haben und gegebenenfalls einen Vex-Boss. Maybe. Kehre zum Orbe zurück, können wir direkt machen. Oh, let's go. Ich weiß zwar nicht, warum der uns dann immer direkt zum Orbe zurückschickt, weil theoretisch könnte er uns ja auch wieder einfach zum Mond schicken, aber ich schick dich zum Mond. Ich weiß gar nicht, wo mein Hund ist. Where's my dog? So. Heliumspuren aufgesammelt und wir können direkt eine neue Quest machen. Ich muss auf Karte gehen. Guck mal da oben irgendwo. Da geht's wahrscheinlich direkt drüber. Zum nächsten Albtraum-Boss. Let's fucking go. Ja, wenn man da einmal so ein bisschen drauf ist oder drin ist, ne, dann geht's auch. Man muss erstmal kurz so klarkommen, okay, welche Fähigkeiten in Anführungszeichen hat der Boss jetzt, ne, wenn er dann so rot wird, dass er dann immun ist. Pipapo, alles drum und dran. Ristanix, die Vorhut nur wegen eines Kopfgelds in Stücke. Andal Brask wurde kaltblütig ermordet. Und die Jägervorhut hatte keinen Anführer mehr. Tarnix starb letztlich dafür auf Befehl von Kate 6. Doch die Narben, die er bei allen Hütern hinterließ, sollten nie richtig heilen. Und wieder macht sich die Pyramide unseren gemeinsamen Schmerz zunutze. Wir werden nicht weichen. Übrigens, sage ich euch ganz ehrlich, ist dieses Impulsgewehr hier kompletter Rotz, das können wir uns sparen. Ja, das Schwert fand ich jetzt, um ehrlich zu sein, auch nicht so geil, aber gut.
Jetzt schickt er uns wieder hier runter in diesen ätzenden Keller. Weiter geht's, weiter geht's. Ich will eigentlich gar nicht hier in diese komischen Scharhöhlen hier rein. Da habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Und da wartet aber auch schon der nächste Boss. Machen wir ihn platt. Nein, komm. Nein! Was ist das? Ich treffe nicht. Warum treffe ich nicht? So, let's go, let's go. Hallo. Oh, let's go, let's go. Ist der weggelaufen jetzt oder was? Hä? Oh nö. Sag mal, jetzt nicht der spawnt wieder mit vollem Leben oder so, dann woanders. Zack, und weg ist er. Tanix hat sich gewehrt. Aber am Ende haben wir ihn doch klein gekriegt. Ja, sicher. Das Schwert ist aber geil. Der Sieg bringt uns näher zur Pyramide. Das Schwert ist geil. Die Glefe finde ich irgendwie nicht so geil. Die braucht ein bisschen. Da muss man aber sehr präzise mit sein. Irgendwie die ist nicht so ganz mein Fall. Aber wie gesagt, das können wir dann auch korrigieren, ne? Und wir haben jetzt echt nicht lang gebraucht für diesen Boss-Run hier. Das geht eigentlich schon ganz zügig dann. Geht eigentlich ganz schnell. Und freut mir natürlich. So, Rückkehr zum Orbit. Wir machen es ganz schnell, damit es ein bisschen zackig geht. Ab nach vorne, Digga. So ein Ding ist das nämlich. Und, ja, momentan muss man auch ehrlich sein, ist es auch echt krank, wie gut wir aufgestellt sind, beziehungsweise wie
wie gut die Videos ankommen. Das hätte ich auch niemals gedacht. Ich weiß, ich habe schon öfter gesagt, auch in dem einen oder anderen... In dem einen oder anderen Part... habe ich es jetzt auch schon mal angesprochen. Aber ich finde es wirklich überwältigend. Das ist schon echt sehr, sehr geil. Vor allem, wie sehr ihr auch Dingens feiert, Destiny. Und ich feiere es ja selber auch. Ich habe richtig Spaß beim Spielen. Ne? Alles nochmal so zu entdecken, neu zu erkunden und so. Aber es bockt schon hart. Bin ich ganz ehrlich zu euch. Es macht schon sehr viel Spaß. Und jetzt holen wir uns das Teil auch noch. Und dann war das doch auch wieder eine spannende, knackige Folge, würde ich sagen. Und dann ging das auf jeden Fall wieder gut nach vorne. Und ich habe auch so viele Projekte und so viele Sachen, die ich machen will und testen will und so. Die Zerstörungswut von Krotas Brut kennt einfach keine Grenzen. Mal gar nicht so viel Darum Zeit. Darum wurde Vorgott, der Ungezähmte, erschaffen, um das Böse über alle zu bringen. Moin. Boah, ich liebe die Monte Carlo, ne? Wohl heute nicht hier stehen. Vorgott ist die leibhaftige Furcht. Es gibt keinen passenderen Albtraum, den die Pyramide erzeugen könnte. Und keinen passenderen Albtraum, den du besiegen könntest. Ja, super. Ah, schön. Jetzt wieder hier in den Keller rein. Ja, richtig geil. Schön in den Keller rein. So, mögen wir's. Eieiei. Scheiße. Gar keinen Bock drauf. Sage ich euch so, wie es ist. Gar keinen Bock, Bruder. Brauchen wir uns gar nichts vormachen. So, let's go. Aber wir sollten den ja eigentlich relativ schnell finden. So, zack. Auch schön, dass wir jetzt hier wieder so einen einfach asozialen, also diese Albtraum erwachten Schardinger da haben, die so schnell sind. Die fühle ich gar nicht. Die halten zwar auch nicht viel aus, aber die sind halt relativ schnell bei dir. Das ist dann immer so ein bisschen... ein bisschen ätzend, um ehrlich zu sein. Ja, komm doch, komm. Was ist denn mit dem? Bruder. Wohin wollte er denn? Weiß er selber nicht ganz genau. Auf jeden Fall weit weg von hier, aber gut. Haben wir uns den nächsten Albtraum. Ganz entspannt. Knochenzirkel. Okay, ich weiß gar nicht. Mittlerweile sind wir hier so tief drin irgendwie.
So, den Akolyten. Let's go, weiter geht's. Ah, das dauert jetzt auch schon ein bisschen länger hier, ne, bis wir bei dem Kollegen sind. Hat ja noch nicht mal der Fight angefangen. Aber jetzt ist der Wiedereinstieg eingeschränkt und ich würde sagen, let's. Das ist der Albtraum von Fogort. Schnappen wir ihn uns. Oh shit. Das war aber nicht gut. Ah, das war auch nicht gut gemacht, ne? Da haben wir gar nicht auf unsere Deckung geachtet. Ja, siehst du, so schnell kann es dann auch gehen. Dann können wir da auch ganz schnell sterben. Das ist der Albtraum von Fogort. Schnappen wir ihn uns. So, let's go. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Let's go. Der Albtraum von Fogort ist Geschichte, Aris. Aber das war tatsächlich der schwerste Kampf. Muss ich ehrlicherweise gestehen. Da war ich jetzt auch relativ ruhig, aber das war tatsächlich der schwerste Kampf, weil die Ads halt auch krasser waren. Und wenn man sich ihm in den Weg stellt, obwohl das ja eigentlich auch nicht schwer war, ne? Du musstest dich eigentlich nur hinter verstecken
Dann hast du halt auf den gezielt, die Ads halt gemacht. Am Anfang habe ich es halt blöd gemacht. Da stand ich quasi die ganze Zeit in seinem Schussfeld drin. Das war dann natürlich ein bisschen blöd, ne? Muss man schon sagen. Wenn du da die ganze Zeit in einem Schussfeld drin stehst, dann wird es auch schwer, ne? Weil dann hältst du es gar nicht durch. Dann hältst du es gar nicht durch. So, aber wir haben es geschafft. Wir haben jetzt hier auch das nächste Rüstungsteil. Und ja, das ist natürlich zum einen sehr, sehr nice. Beziehungsweise das heißt nächstes Rüstungsteil, aber wir haben diese Essenzen geholt. Dementsprechend würde ich sagen, wir steppen jetzt mal auf den Mond und gucken, was wir als nächstes machen müssen. Schnellreise zu Eris Morn. So. Let's go. Wir quatschen mal mit Eris Morn. Ich weiß nicht, ob die uns irgendwas zu sagen hat. Ich denke, um ehrlich zu sein, nicht, aber... Ja, die hat uns nichts zu sagen, aber wir können hier weitermachen. Das Pult der Bezauberung vibriert vor Energie und gewährt die Ausrüstung, um gegen die Albträume zu kämpfen. Und die Pyramide, ein Helm. Mit 1699. Den müssen wir natürlich auch anziehen. Fühlst du dich wohl? Und da können wir auch einen Belastbarkeitsmod reinmachen. Der echte Toland durchwandert die Dimensionen. Die sieht schon hart scheiße aus. Aber der sieht schon... Die Stadtmauern sind kein Schutz. Sie sollen unsere Angst verstecken. Sieht schon wirklich sehr scheiße aus. Naja, egal. Waller greift, den können wir nicht anziehen, weil das ein Raumfluch-Dings ist. Wie wagt es diese böse Pyramide, die Gesichter meiner toten Freunde heraufzubeschwören? Ah, können wir eigentlich auch hier entzaubern. Handfeuerwaffe, Automatikgewehr. Was würde das denn zu kosten, die zu infundieren hier? Es wird besser. Man gewöhnt sich an den Schmerz. Hier irgendwie. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Sie alle hören nicht auf. Egal wie sehr ich sie ignoriere. Zwei Raketenwerfer, okay. Schwere Granatwerfer, auch nicht schlecht. Sie nahmen mir mein Licht. Ich nahm ihnen ihr. Sieht aus wie so eine Lederjacke. Wie so eine stylische. Die Pyramide will sich ein grauenvolles Denkmal mit diesen Abbildern erschaffen. So. Okay, 1680 Power und wir sind stehen geblieben bei. Lass mich kurz gucken. Quest. Was haben wir denn jetzt als nächstes? Besiege die drei verschiedenen Albtraumbosse um die Essenzen. Ja, wir müssen halt jetzt die Essenzen sammeln, ne, wenn mich nicht alles täuscht. Es wird besser. Man gewöhnt sich an den Schmerz. Schau, auf dem Mond besiegt, Gefallene auf dem Mond besiegt. Ja, Schar und Gefallene auf dem Mond besiegt. Und dann können wir Wie die anderen jetzt über die verrückte alte Eris? Traum, können wir die Traumfruchtteile dann auch noch herstellen. So, was haben wir noch hier? Diese Phantome sind einfach eine Ablenkung, die man ignorieren kann. Verdammte Phantome! Die Stadt kann sich verschwindet. Nicht zu haben, Hüter.
Peter. Inventar, Engramme haben wir nicht. Reise. Well, ich habe dich im Stich gelassen. Wir sind hier in Rang 6 weitergekommen. Ich zeige euch das so ein bisschen hier auch noch, was wir hier so machen. Das ist zwar jetzt nicht mega interessant. Niemand sonst kann tun, was getan werden muss. Aber ist bestimmt auch gar nicht so unwichtig, beziehungsweise cool mal für euch zu sehen, wie ich das so hier im Menü gehe. Alle als gelesen markieren. Alle als gelesen markieren. Die Pyramide wollte mich mit Tolens Abbild austricksen, aber er ist noch nicht tot. Medaillen, Lore, guck mal, Lore, Medaillen. Schmelztiegel, Starttracker. Okay, kürzlich entdeckt. Ja, auch ganz viele Sachen. Raumflug Kapuze, bla bla bla. Naja, okay, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind jetzt bei 36 Minuten und ihr wisst jetzt, was die nächsten Steps sind. Wir müssen Schar und Gefallene töten auf dem Mond, 100 Stück. Also auch nicht gerade wenig. Da gucken wir an, dass wir am besten irgendwie so Events oder sowas machen und die alle irgendwie wegklatschen, weil sonst können 100 schon relativ viel sein. Aber dann bekommen wir unsere nächsten Traumflugteile und dann geht's auch, glaube ich, schon so langsam Richtung Ende von Festung der Schatten, beziehungsweise wir sind ja jetzt bei Step, wo sind wir? Wir sind bei Step 14 von 19, ne, und dann kommen wir so langsam so zu den letzten paar Missionen und ja, genau, nur dass ihr ungefähr so einordnen könnt, wo wir uns befinden und ja, übrigens auch Versengwaffen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut da rein, euer Zeranos. Und wenn es euch gefallen hat, dann natürlich gerne einen Daumen nach oben da lassen und abonnieren nicht vergessen, damit ihr auch nichts verpasst. Und ja, in dem Sinne, wiederschauen und reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.